So, das sind wir, alter Schwede, ey. Okay, so, jetzt müssen wir erstmal ein bisschen leiser machen. Ja, da ist mir eben Streamlabs 5 Sekunden bevor der Stream losgehen sollte abgestürzt. Gleichzeitig ist mein Browser abgestürzt. Ich muss hier gerade nochmal eben. Ja, mein Firefox hat sich auch verabschiedet. Nun gut, ja, hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde des guten Geschmacks. Ja, der Basti hat ewig nicht mehr gestreamt. Jetzt muss ich hier nochmal ein bisschen leiser machen, glaube ich. So. Von daher muss ich auch, glaube ich, die Technik einfach so ein bisschen gerade in den Griff kriegen. Ich streame jetzt erstmalig in Full HD. Ich habe das immer in HD Ready gemacht, weil ich immer der Meinung war, dass das der Codec dann halt ein bisschen, bei meiner Leitung jetzt vor allen Dingen, der Codec halt ein bisschen besser den Kram rendert. Von daher, gebt mir gerne mal euer Feedback, falls ihr meint, das sieht irgendwie übelst kacke aus oder irgendwie so. Dann switch mir wieder um. Aber ich glaube, dass, ich gucke mir das selber mal hier an. Nicht so verkehrt aus. Naja, könnt ihr mal sagen, sonst starten wir das eben in HD Ready nochmal. Aber eigentlich sollte meine Leitung das packen. Ja, ich hoffe mal, OBS bleibt jetzt stabil. Also ich habe es heute auch, da waren auch, wurde auch irgendwie gepatcht. Zumindest jetzt bei meinem OBS. Ich habe das schon länger nicht mehr gestartet. Von daher, ja, keine Ahnung. Okay, was ist der Plan? Und zwar ist der Plan, eine Kampagne hier mal anzuzocken. Also ich habe jetzt hier ja einfach mal ein bisschen Zeit gehabt und dachte mir so, okay, nutze die Zeit, um was für einen Kanal zu machen, der ja eigentlich bis zum 15.04. pausieren soll. Hier geskriptete Kampagne. Und ja, anstatt jetzt aufzunehmen, dachte ich mir, ach komm, schmeiß doch eben Stream an. Ah, es ist witzig irgendwie. Dann kann ich vielleicht auch die eine oder andere Frage zum Kanal beantworten, wenn denn Fragen sind. Und also ich habe eigentlich auch noch vor, noch ein zweites Game heute zu spielen. Das ist so ein bisschen eine trashigere Nummer. Das machen wir vielleicht im Anschluss noch. Es gibt auf jeden Fall hier jetzt bei Sturmowiek, also ihr seht hier schon hier so 10 Tage im Herbst, flammende Steppe. Die beiden nicht hier, aber die habe ich jetzt, besitze ich nicht. Sea Dragons gibt es, glaube ich, irgendwie so mit dazu. Aber die kosten halt irgendwie 10 €, diese Dinger, sind vom Entwickler und sind einfach nicht geil, ja. Muss man mal sagen. Und diese beiden Kampagnen hier, die sind user-generated. Das ist einmal hier eine Messerschmitt-Kampagne. Ich glaube, es ist die G2, die man da fliegt. Und das ist mein Lieblingsflugzeug in dem Game und auch so einer meiner Lieblingsjäger des Zweiten Weltkriegs, die Focke Wulf 190, und zwar ist es das Modell A3. Das werden wir mal spielen. Und wie gesagt, die Kampagne ist von, ich weiß jetzt leider nicht, von wem die gemacht ist, ne? Kann man im Forum downloaden. Und es sind neun Missionen umfasst die. Ich habe sie jetzt auch noch nicht gespielt. Wir gucken uns eben mal die Realismus-Einstellungen an. Zuschauen zulassen, das machen wir mal. Navigationsmarkierung macht irgendwie auch Sinn. Ich hatte hier das Instrumentenbrett auch noch an von einem anderen Stream, weil das jemand darum gebeten hat, aber es sieht einfach irgendwie schöner aus. Ohne das Instrumentenbrett. Das ist ja so ein bisschen so eine arcadige Einblendung. Autopilot machen wir mal, falls ich mal irgendwie quatschen muss oder so, dann muss man das nicht probieren. Okay, dann gehen wir zum Hangar. Habt ihr auch so geiles Wetter? Wir haben hier in Berlin, haben wir richtig gut. So. Ja, wir befinden uns ja mitten in der Operation Blau. Unten ist, glaube ich, die 4. Panzerarmee, die hier vorstößt. Und hier oben diese Angriffsspitze, die hat dann tatsächlich, die haben hier den Don schneller überquert, als sie dachten, und haben dann hier die Wolga nördlich von Stalingrad erreicht. Hier gucken wir hier mal in die Einstellung der Focke Wulf rein. Da nehmen wir eine. Wir nehmen die. Nach wie vor das mit den Lackierungen bei Sturmowiek. Yay, Noah! Muss das Kind noch füttern? Kann man das nicht nebenbei machen? Achso, nee. Doch, oder?
Naja, aber nur kein Stress. Die Kleine muss ja ordentlich ernährt werden. A, sonst stresst die eventuell rum und B, muss sie ja auch gut wachsen, ne? Ich hoffe, euch geht's gut, Noah. So, ja, wir drücken einfach mal auf Start. Und ja, wie gesagt, sagt mal an, falls es irgendwie mit der Bildqualität oder so. Bin ja so ein bisschen so ein Napp, was Videogedöns angeht. Ich habe mich so mit meinem YouTube-Hobby und so, hat mir echt hart erarbeitet. Ich habe so auf der Arbeit im Theater und so, bin ja so ein Tonfuzzi und habe mich immer konsequent um alles gedrückt, was mit Video, Kopierern, Druckern und Videobeamern zu tun hat. Irgendwie habe ich mir alles. Daher, bleibt es hier dunkel oder was? Was oder wie? Ja, doch nicht. Nee. Your objective in progress. Buggy oder was? Das läuft ja wieder wie geschmiert hier. Alter, ey. Er stürzt erst 5 Sekunden. So eine Anzeige noch nie gesehen. Okay. Nicht, dass die Kampagne irgendwie buggy ist. Primary Objective in Progress. What does that mean? Okay, wir machen das einfach eiskalt. Ich mache euch nochmal Musik an. Zack. Und dann starte ich einfach das Game nochmal neu. Das hatte keinen Taug, wa? So. Ja. Wenn es mal läuft, dann läuft's. So. Naja, aber das ist halt live. Das muss man irgendwie abkönnen. Irgendwie vor allen Dingen, also auch beim Aktualisieren von. Okay. Das Game jetzt im Ernst? So, ich bitte um einen kleinen wenig Geduld. Alter. Nicht so. Ja, das ist halt so, also es ist ja nicht so, dass man sich einfach so ansetzt und sagt so, okay, ich mach mal einen Stream und ballert einfach los, ne? Also ich sitze hier schon eine Weile, ne, um das alles einzurichten und so, dann testet man das. Deswegen habe ich auch vorhin so eine halbe Stunde vorher mal kurz einen Teststream, weil ich einfach schon so ewig lang auch nicht mehr gestreamt habe und so. Und ne, man stellt sich ja alles ein und ist da über eine Stunde beschäftigt. Und 5 Sekunden, bevor ich das Game quasi live schalten will, stürzt OBS ab. Mir ist noch nie OBS abgestürzt, glaube ich zumindest. So, ich lade das. Warte mal, ich kann, glaube ich, mal wieder auf das Game. Haben wir jetzt hier ein Ladescreen? Ja, sorry dafür. Ist so ein bisschen Murphys Gesetz irgendwie, ne? Würde sowas unter Murphys Gesetz zählen? Ich weiß. Ich weiß es. Ja, und warum eigentlich Stummo Wieg? Ich ja, habe gestern mit dem Icke hier, unser Biker at Berlin, mal wieder eine Runde gezockt und das hat mega Spaß gemacht. Also allerdings im Multiplayer, ne? Und es ist auch irgendwie ein geiles Game. Es ist halt so ein Game, was so ein bisschen. Ah, so jetzt mal nochmal. Kampagne halt irgendwie buggy ist, ne? Dann machen wir hier neu beginnen. Aber es ist halt teilweise ja einfach irgendwie nicht cool programmiert. So, das. Ah ja, das sieht schon besser aus. Nicht cool programmiert, ne? Ich habe zum Beispiel das Phänomen, wenn ich mich in 109 G2 setze, dass ich wie so ein Zwerg da drin sitze. Also kann mit dem Kopf gar nicht über gescheit aus dem Fenster rausgucken.
Der Montfort, der hat das gleiche Problem bei der Heinkel 111. Und es lässt sich irgendwie durch nichts beheben. Ach nee, so weit waren wir auch schon. Okay, dann. Ah, oh. Okay, wir sind anscheinend schon mitten in der Luft. Es ist so, dass wir jetzt verlegt werden. Ich glaube, es gibt auch eine ziemlich coole Missionsbeschreibung. Die habe ich jetzt dummerweise nicht angeschaut. So, also unsere Staffel wird jetzt an die Ostfront verlegt, ne? In den Kampf um Stalingrad. Was denn hier? Kameraden da unten. Ja, und das Schöne ist halt bei diesen, ja, bei dieser Kampagne im Gegensatz zu, also prozeduralen Kampagnen quasi, die man da spielen kann, die sind ja mega crap. Die sind richtig scheiße, das passt immer alles hinten und vorne nicht. Und hier ist es natürlich alles richtig geil aufeinander abgestimmt so mit, ja, irgendwelchen Angriffsformationen. Ihr seht jetzt hier auch beim Verlegen, ich zoome mal ein bisschen ran, ne, begleiten uns hier U-52. Die natürlich das Bodenpersonal an Bord haben und wahrscheinlich auch ein paar Ersatzteile und all so ein Kram. Ich bin mir aber gar nicht so sicher, wo wir landen müssen. Da, okay. Vielleicht. Gar nicht zu. Ja, ich liebe dieses Flugzeug, ne? Das ist einfach eine saugeile Maschine, ey. Also vor allen Dingen in der frühen Phase des Krieges. Gute Jagd, Dankeschön, Major Dudinski. ich danke dir. Schön, dass du eingeschaltet hast. Ja, ist einfach eine geile Maschine, ne? Und vor allen Dingen in der frühen Phase des Kriegs. Also ich würde sagen, dass die dir schon in der Zeit weit voraus war. Ich glaube, Jungfernflug war 39, wenn mich nicht alles täuscht, kann das sein? Also in einem. Ich gebe mal ein bisschen Gas, meine Rotte haut mir hier ab. Ja, und die Focke Wulf hat natürlich mehrere Vorteile gegenüber der 109. Die hat natürlich eine viel, viel stärkere Bewaffnung. Da sind die Deutschen ja richtig abgesoffen, ne? Weil die, ja, die Hauptsäule der Jagdwaffe war ja die 109 und die hatte dann schon in der Mitte des Krieges eigentlich keine adäquate Bewaffnung mehr, weder im Vergleich zu den Russen noch im Vergleich zu den Alliierten. Da war die Focke Wulf wesentlich besser aufgestellt, ne, durch ihre Kanonen und so. Und ja gut, die haben dann auch so ein bisschen nachgerüstet mit der G-Variante. Die haben dann auch stärkere Maschinengewehre drin gehabt. Aber eigentlich waren die ein bisschen zu dünn bewaffnet. Und dann hat die Focke Wulf noch einen riesigen Vorteil. Die hat keine Wasserkühlung. Das heißt, auch Treffer im Motor heißen nicht zwangsweise, dass die Maschine dann irgendwie kaputt geht. Bei einer 109 ist die Chance halt sehr hoch, dass der Wasserkühler getroffen wird. Und dann verliert man halt erstmal Wasser in der Regel. Und jeder kennt das vielleicht vom Auto. Ich hatte früher tatsächlich auch mein erstes Auto. Ein Golf 1 war das. Da hatte ich auch Probleme mit dem Kühler und der hat auch Wasser verloren und das war mal richtig geil im Sommer. Wenn ich dann auf der Autobahn im Stau gestanden habe, ne, musste ich mal die Motorhaube aufmachen und wieder mit offener Motorhaube, weil sonst der Motor zu heiß geworden ist. Und ja, und dann verreckt er halt irgendwann die Maschine, ne, sobald du Wasser verlierst. Das ist dann nur eine Frage der Zeit. Und da ist die 190 einfach. Nee, ich habe die ja noch nicht gesehen. Ich kann dir mal meine Handynummer geben oder so und dann schickst du mir mal ein Bild. Wäre eigentlich mal eine Maßnahme, mein Lieber. Wie alt ist sie denn jetzt? Ein halbes Jahr bestimmt, oder? Oder ist sie schon älter? Ist schon älter, ne? Ja, dazu kommt, dass die ein sehr modernes Cockpit auch schon hat. Man sieht das hier schon alles wunderbar verkleidet. Und auch die Kanzel, ne, bietet halt eine viel bessere Sicht, auch wenn die nicht so eine schöne Sicht hat wie eine Mustang.
Aber da sitzt man schon in so einer 109 schon sehr wie in einem Vogelkäfig, so komme ich mir da immer ein bisschen vor. Auch wenn das ein sehr schönes, ein sehr elegantes und ja auch ein gutes Jagdflugzeug ist, ne? Finde ich die 100 Focke Wulf ja einfach die geilere Maschine, würde ich sagen. Aber das mag Geschmack sein. Aber Jagdflieger aus der damaligen Zeit, die berichten alle, ne, dass die, ja, als sie dann das erste Mal umgestiegen waren von einer 109 auf eine 190, dann doch sehr begeistert waren. Viele 109-Piloten sind tatsächlich ganz am Anfang schon beim Start oder bei der Landung tödlich verunglückt. Also die Wehrmacht hatte, beziehungsweise die Luftwaffe, hatte enorme Verluste in den, schon auch in den Jagdschulen und so, weil das Fahrwerk ja sehr, sehr gakelig war und es gab ja keine Simulatoren damals. Ne? Man ist da ja so ein bisschen wahrscheinlich ins kalte Wasser geworfen worden und da ist die 190 auch wesentlich Zeit wesentlich mehr, was irgendwelche Fehler am Boden an. Kameraden, Junge. Was ist der denn? Bei uns. Jetzt auch irgendwo unsere neue Basis sehen. Meine Kameraden hin. Jetzt irgendwo ein Flugfeld sein. Karte. Ah ja. Ja. Ach. Machen wir mal Lichter an. Wissen, dass wir kommen. Den Chat. Hier ist 9 Monate. Ah ja, okay. Ja, machen wir dann später Dings, ne? Im Bot. Ja, ich kann es mir auch Privatnachricht bei Discord das Foto. Ja. Und ein Zug. Ah ja, schön, da fährt ein Zug. Ja, ich bin sehr gespannt hier auf diese Kampagne. Die wirkte echt richtig geil, muss ich sagen. Liebevoll gemacht und ziemlich coole Einsätze, glaube ich auch. Aber mal die Jungs, die fliegen von der anderen Seite an, dann machen wir das auch. Wir denen da nicht in die Quere kommen. Welt. S3-Landung, wa? Ja, ich bin echt ein bisschen eingerostet, was IL-2 angeht. Mal gespannt, was wir dann so reißen können dann im nächsten Einsatz. Ja, mal gespannt, was da für Missionen kommen. Irgendwie Abfangmissionen hoffe ich mal, dass wir ein paar Bomber abschießen können. Aber ich denke mal, dass wir auch ein paar Bomben abwerfen können. Das ist leider keine A4. Die A4, ich gucke mal gerade in die Außenansicht hier. Die hat ja eine, also das ist eine A3 jetzt, ne? Die hat ja eine sehr kurze Schnauze. Und die Ingenieure haben dann herausgefunden, dass sie einfach um ein paar Zentimeter, es war gar nicht viel, einfach die Nase verlängert haben und dann die Balance so vorteilhaft verändert haben, dass die Focke Wulf mit einer extrem hohen Bombenlast. Naja, dass die dann dadurch, also durch diesen Umbau, der wirklich keine große Veränderung, außer eben eine bisschen längere Nase, dann viel höhere Bombenlasten tragen konnte. Die entwickelte sich dann auch zu dem Hauptschlachtenflieger, ne? Und hat da tatsächlich dann so im späteren Verlauf des Krieges Stuka beinahe abgelöst, ne? Die Stuka ist halt auch eine sehr, ja, eine sehr mutige Entwicklung, ne? Ist ja von Udet mitentwickelt worden, der übrigens bei mir hier um die Ecke beerdigt ist. Ein absoluter Ausnahmeflieger, würde ich sagen. Wenn man mal, es gibt eine sehr schöne Dokumentation, ich glaube, das ist Hitlers Helfer oder Hitlers Krieger. Gibt es auch eine Folge über Udet und da sieht man so Kunstflugshows mit Udet. Das ist völlig wahnsinnig, was der Typ macht. Also wirklich irre. Und der hat
Er hat die Stuka mitentwickelt und da hat er, glaube ich, sehr von sich auf andere geschlossen. Daher, glaube ich, dieses wahnsinnige Manöver dieses Sturzflugs. Ne? Es ist natürlich hat einen ganz hohen fliegerischen Anspruch, deine Bomben so ins Ziel zu bringen. Die Russen hatten da eine ganz andere Philosophie mit der IL-2. Und zwar sind die ganz flach angeflogen. Ne? War extrem stark gepanzert und auch mit starken Kanonen bewaffnet und so. Und hat ziemlich flache Anflüge dann gemacht. Das ist natürlich wesentlich einfacher. Also sprich, man hat auch eine geringere Ausbildungszeit der Piloten. Ne? So, Fahrwerk ist draußen, Klappen sind draußen. Gas noch geben. Hoffen, dass wir die sauber. Ich weiß gar nicht, mit was für einer Geschwindigkeit man am besten landet. Wie gesagt, bin ein bisschen eingerostet. Lieber WhatsApp. Event Telegram, WhatsApp habe ich nicht. Bilder würde ich da schon gar nicht drüber verschicken, sonst hast du auf irgendeinem Werbeposter bald wie das Bild. Ich will mal die Geschäftsbedingungen von WhatsApp durchlesen, ey. Völliger Wahnsinn, diese App zu benutzen. Ich bin ja kein Verschwörungstheoretiker, aber WhatsApp bin ich irgendwie krank, würde ich sagen. Ein bisschen Chat rein, ne? Aufregend, so eine Landung. Das haben wir erfolgreich gelandet. Willkommen in Stalingrad, Freunde des guten Geschmacks. Mission beenden, würde ich sagen. Ja, was das für ein komischer Blackscreen war da jetzt am Anfang des Streams. So, das war natürlich jetzt wenig spektakulär. Dann machen wir direkt fertig. Dann schauen wir uns mal die nächste Mission an. Den Weg nach Stalingrad. Kampagne, Episode 1. Die Sommeroffensive von 1942 geht voran und unser Ziel ist die Industriestadt Stalingrad, benannt nach dem Anführer unserer Feinde. Unser Sieg in Stalingrad wird den kommerziellen Flussverkehr vom Kaspischen Meer stören und die Pipelines von den Ölfeldern abschneiden. Die Bodentruppen der Wehrmacht, darunter die 6. Armee unter General Paulus und die 4. Panzerarmee unter Generaloberst Roth, rücken rasch auf die Stadt. Feindliche IL-2-Angriffsflugzeuge haben jedoch einige kleine Siege errungen und den Vormarsch unserer Bodentruppen in Richtung Stalingrad vorübergestoppt. Luftwaffe wurde die Aufgabe übertragen, feindliche IL-2-Flugzeuge in der Region zu eliminieren. Zeit 19:30 Uhr, okay, fliegen wir da sogar ein bisschen in den Sonntaggang. Naja gut, das ist im mittlere Bewölkung haben wir auf 3,5 km sozusagen. Flugplatz sind wir sehr. Wir haben noch Kanonen zusätzlich dabei. Sie fliegen als Vierter eines Schwarms von 4 Flugzeugen. Folgen Sie dem Schwarmführer bis an die Front und sichern Sie unsere Bodentruppen vor feindlichen Luftangriffen. Das ist richtig, was hier steht. Ja, das ist der kommerzielle Flussverkehr. Was heißt kommerzieller Flussverkehr? Da geht es um die Versorgung bis hoch nach Moskau. Ne? Also die Stalingrad anzugreifen war ein... war ursprünglich in der strategischen Planung der Operation Blau überhaupt gar kein Faktor, sondern in der Operation Blau ging es primär darum, das Öl im Kaukasus zu sichern, aber auch die Wolga abzuriegeln. Von Stalingrad war eigentlich nie die Rede gewesen. Deswegen sind die Truppen auch nördlich von Stalingrad an die Wolga und das hätte eigentlich ausgereicht, um den Schiffsverkehr da lahmzulegen. Ne? Schöne Geschützbatterie halt irgendwie ans Flussufer
Dann Erdkampfflugzeuge, also Stukas irgendwie. Und dann kommt da eigentlich kein großer Frachter mehr die Wolga hoch. Und damit hätte man die komplette alliierte Versorgung des mittleren Frontabschnitts, also und auch der im Bereich der Heeresgruppe Süd quasi vom Nachschub der Alliierten und auch vom Öl. Also die kaukasischen Ölfelder waren damals ja die größten Öllieferanten sozusagen. Das war noch bevor man in Saudi-Arabien und oder auch in den USA so tief gebohrt hat, bis dann die USA zum größten Öllieferant wurden. Da war tatsächlich noch der Kaukasus und die Ölfelder dort größte Ölressource. Also das war schon ein sinnvoller Angriff, den die Wehrmacht da geführt hat, ne? Aber wie gesagt, es hätte gereicht, wenn man das hier abriegelt, den Fluss weiter runter können wir leider nicht, das ist schade. Und in der ursprünglichen Planung war der Angriff auf den Kaukasus auch erst geplant, nachdem Stalingrad bzw. die Wolga dann gesichert war. Man hätte nach Süden hin dann abgeriegelt und hätte sich hier stabilisiert und dann wäre die 4. Armee runtergeschwenkt in den Süden, in den Kaukasus und hätte den Kaukasus angegriffen. Und Hitler hat ja in seiner weisen Entscheidung dann die Gruppe Weichs, war das glaube ich, aufgeteilt in zwei Heeresgruppen, in Heeresgruppe A und B und hat so die Kampfkraft halbiert und die Frontgröße mehr als verdoppelt, glaube ich. Ich glaube, es waren dann 3000 Kilometer, auf dem diese beiden doch dünn besetzten Heeresgruppen, also die ganzen Divisionen hatten ja auch gar keine Friedensstärke mehr, ne? Die waren teilweise auf 60% oder so schon runtergekämpft, eben von diesem Winterdesaster 41, 42. Von daher, also generell war das eigentlich nicht so eine dumme Aktion, nur Hitler hat auch da mal wieder seine Generalität nicht verstanden. Was er wohl richtig erkannt hat, war die Brisanz, Russland vom Öl abzuschneiden. Denn da war dann schon klar, dass das eben kein Blitzkrieg wird, sondern eben ein Abnutzungskrieg, ne? Wo natürlich die Russen vermeintlicherweise halt den längeren Atem haben. Und das hat Hitler schon sehr früh erkannt, dass dieses Blitzkrieg-Konzept gescheitert war. Aber militärisch, hat er viele Sachen einfach nicht verstanden, ne? Und so war dann diese Katastrophe bei Stalingrad vorprogrammiert. Auch eine interessante Betrachtungsweise ist dann die Situation in Stalingrad selbst. Also viele sagen natürlich so, ja, Durchhaltebefehl vom Führer und was ist das für ein Unfug, oder da jetzt 450.000 Soldaten oder 380.000 Soldaten oder so zu opfern. Das ist prinzipiell natürlich aus einer Hum. Wartest du? Ich habe Pause gedrückt. Ja, arretieren. Ist natürlich aus einer humanistischen Sichtweise, ne? Erstmal sind es viele Menschenleben, die da aufs Spiel gesetzt wurden. Und ist es natürlich irgendwie sinnvoll zu sagen, wir holen die Jungs da jetzt raus und den Entsatzversuch gab es ja auch. Und der Befehl, nicht auszubrechen, also dass die 6. Armee nicht ausbrechen soll, hatte aber viel tiefere Gründe als jetzt nur diesen rasseideologischen. Dieses rasseideologische Ding, was Adolf Hitler persönlich am Laufen hatte. Er hat ja dann im Bürgerbräukeller schon relativ früh behauptet, Stalingrad sei erobert und Hitler konnte nie von seinen Behauptungen zurück. Ne? Er war ja diese gottähnliche Figur, die auch sich auch nie irrte. Von daher, wenn man sagt, man hat Stalingrad, kann man schlecht sagen, ja, jetzt doch nicht, wir hauen jetzt wieder ab. Das waren seine persönlichen Gründe. Aber auch die Generalität hatte durchaus ein strategisches Interesse, die 6. Armee dort zu belassen, denn diese Offensive ich glaube, am 6. Dezember, ne, wenn ich mich recht entsinne, haben die Russen angegriffen. Das war ja eine Offensive, die viel weitreichender war als der Angriff auf Stalingrad selbst. Da ist die ganze Heeresgruppe Süd ins Wanken geraten und drohte zusammenzubrechen. Und die 6. Armee hat, ich glaube, es waren vier russische Armeen, da weiß ich jetzt nicht genau. Aber es waren mehrere russische Armeen. So, jetzt müssen wir auch mal vor lauter Gesabbel hier mal aufbrechen. Also es waren mehrere russische Armeen, die da gebunden waren und eben so nicht
weiter vorstoßen konnten und eben noch andere Verbände der Heeresgruppe Süd einkesseln. Und so gelang es dann Erich von Manstein, die Situation im Süden zu stabilisieren, was ein kleines Wunder war tatsächlich. Der hat sogar eine sehr begrenzte Gegenoffensive dann im Frühjahr machen können, was an ein Wunder grenzt. Ne? Ja, man hat Paulus ja auch das immer vorgeworfen, ne? Dass er dann eben nicht ausgebrochen ist und sich an den Führerbefehl gehalten hat. Ah, vielen Dank fürs Follow. Ich danke dir. Weiß noch nicht, was diese Geräusche immer so bedeuten. Das ist natürlich, natürlich ist das eventuell eine Entscheidung, die ein Heerführer treffen muss. Ne? Eventuell auch, also einfach, weil er natürlich auch nicht nur seiner Führung verpflichtet ist, sondern auch seinen Männern. Ja, ganz klar halt. Ja? Also das ist auch was ein Feldmarschall, der dann ja war, kurz vor Schluss, ihm auszeichnet. Und was auf jeden Fall richtig gewesen wäre, sich das Leben zu nehmen, finde ich absolut. Also wenn man seinen Leuten befiehlt, hier in den Tod zu gehen, hat man eigentlich nicht das Recht, das zu überleben. Aber wenn er vom Oberkommando den Befehl bekommt, Stalingrad zu halten, und darüber hat er auch ein Buch geschrieben, ich habe es leider nicht gelesen, das steht aber auf meiner Liste, das Buch heißt "Ich stehe hier auf Befehl". Und damit will er nicht sagen, ja, dass er irgendwie der dumme Befehlsempfänger ist, sondern das ist beim Militär einfach so, ja, dass natürlich kann man irgendwie Befehle hinterfragen, aber man muss sich selbst immer fragen, ob man die gesamte Lage überblicken kann, und das konnte er natürlich nicht, ne? Also er war eben nicht im Hauptquartier der Heeresgruppe Süd, sondern eben im Hauptquartier der 6. Armee, von daher weiß er nur bedingt, was die Führung der Heeresgruppe Süd für Entscheidungen, mein Motor ist immer noch kalt, sehe ich gerade, was die da für eine Lage haben und dann eben auch für Entscheidungen treffen. Und da muss man dann auch ein bisschen Vertrauen in seine Führung haben, auch wenn das vielleicht bedeutet, das Leben seiner Männer oder so, sogar sein eigenes zu opfern. Aber das ist eben Krieg, ne? Also, ja, das ist halt das Business. Da sterben halt Menschen. Scheiße, das auch ist. Aber vielleicht wären eventuell, das ist schwer zu sagen, aber vielleicht wären eventuell sogar mehr gestorben, wenn die 6. Armee aufgegeben hätte, kapituliert hätte oder den Ausbruch auf eigene Faust gewagt hätte. Ne? Kann gut sein. Nur ob sie es dann durch die Steppe geschafft hätten, ist ja auch nochmal so eine Sache. Also eine Armee eben mal durch die russische Steppe zu verlegen, ist ja auch nicht so einfach. Das ist eine sehr interessante Situation in Stalingrad. Ich mache meinen Tracker ja mal wieder an und ja. Muss ich jetzt irgendwie noch sagen, Pendejo, ich bin soweit, oder? Noch ein bisschen. Das ist übrigens auch was, was diese nutzergenerierte Kampagne bietet, dass man eben auf der Parkposition startet, was ich persönlich super geil finde. Jetzt kriegen wir wohl. Jetzt geht's los. Warte nochmal kurz. Und das ist was alle Kampagnen, die das Spiel anliefert, gar nicht haben. Man startet jedes Mal mit laufendem Motor schon auf dem Rollfeld, und das finde ich irgendwie für den Arsch, muss ich jetzt sagen. Also ich stehe halt auf so Details irgendwie. Aber seid ihr? Vorne. Und mit der Focke Wolf muss man ein bisschen Tempo aufnehmen. Bin ich stalled beim Start schon. Die ist bei niedrigen Geschwindigkeiten ist sie ein bisschen empfindlicher, ne, als eine Messerschmitt. Oh Mann. Müssen wir mal auf den Chat gucken. Moin, das filmst du ja ganz ohne Vorwarnung. Ja, Draconius. Ja, es war tatsächlich ein spontaner Stream. Also, ne, der Kanal pausiert ja offiziell eigentlich bis zum... mal kurz gucken, ob die Klappen eingefahren sind. Ja. Pausiert ja bis zum 15. Aber ich hatte heute ein bisschen Zeit und dachte mir so, komm, nutze die Zeit und scheiß auf das geile Wetter. Sondern machst ein bisschen was für deinen Kanal. Und hab dann aber gesagt, ach komm, ehe du jetzt aufnimmst, ich habe schon so lange nicht mehr gestreamt. Und dachte mir dann, komm, dann streamst du mal. Und ich will im Anschluss hier von dem Game möchte ich... Ich habe mir doch so ein... Entschuldigung. So ein trashiges... Oh, Lichter ausmachen. So ein trashiges Game gekauft.
wo man so eine Computerentwicklerfirma managen muss. Und das werden wir noch ein Weilchen dann irgendwie machen und dann mal ein paar Games hier entwickeln und gucken, irgendwie, ob wir nicht vielleicht sogar besser sind als die gesamte Spieleindustrie und unsere eigenen geilen Games machen. Glaube ich, ein ganz witziges Game und ist vielleicht ganz lustig, hier zusammen bei dem Stream ein paar Computerspiele auf den Markt zu bringen, oder? Ja, das ist so der Plan. Genau, und es war einfach irgendwie spontan. Ist denn mit deinem Account und so wieder alles gut? Ja, ich glaube auch, es wird lustig. Ja, Mensch, da haben wir ja richtig Zuschauer. Sehr cool. Freut mich, dass ihr alle so zahlreich hier am Start seid. So, dann halten wir mal schön die Position in der Formation. Schluck Weißweinschorle hier. Ich habe leider kein Bier und Whisky habe ich schon gar nicht. Daran erkennst du, dass das ein spontaner Stream ist, sonst hätte ich hier eine Pulle Whisky neben mir stehen. Naja, eine Pulle, also ein Glas. Das hört sich jetzt so an, so, ja. Nee, nee. So, wir fliegen Richtung Osten, der Sonne nach zu urteilen. Der Kompass sagt das Gleiche. Wir fliegen wohl ziemlich tief. Also, wir müssen ein paar Sturmos für alle, die ein bisschen später jetzt eingeschaltet haben. Wir sind hier gerade nach Stalingrad verlegt worden mit unserer Staffel. Erste Mission war einfach die Verlegung im Verbund mit ein paar U-52, die unser Bodenpersonal und unser Ersatzteile, Werkzeug etc. Ich hoffe auch ein paar heiße Krankenschwestern. das ist jetzt unser erster scharfer Einsatz hier und unsere Lanzer haben hier nach Hilfe gerufen, weil die von, jetzt verliere ich hier gerade, sind die denn so schnell? Weil die von Sturmovix angegriffen werden. Wir befinden uns in der Phase, wo die 4. Armee und die 6. Armee mit ihren Angriffsspitzen Richtung Stalingrad stoßen. Ich bin so schnell hier unterwegs. Ja. Da haben sie anscheinend eilig. Den Schub wegnehmen, dass die Maschine nicht so strapazieren kann. Bisschen besser trimmen. Ja, und dann schauen wir mal, ob wir die ein oder andere Sturmo hier abschießen können. Also diese generischen Kampagnen bei IL-2 finde ich halt richtig cool, ne? Weil man so ein Geschwader hat, man hat eine Position im Geschwader, man kriegt Orden, man kriegt Abschüsse, man kommt eventuell in die Zeitung, wenn man genug Abschüsse hat. Aber die Missionen an sich, die sind so beschissen. Und die Entwickler hier von Sturmovik, die basteln ja gerade an Tank-Crew, also ein Multi-Crew-Tank-Simulator. Wird bestimmt richtig geil, auch an neuen Add-on, das heißt Bodenplatte, ist 44, ich glaube es geht um die Ardennen-Offensive, wenn mich nicht alles täuscht. Also wo man an der Westfront kämpft, was ich richtig cool finde, auch geile Flugmuster, ne? T-47 Thunderbolt, P-51 Mustang, deutscher Seite, die ME-262 heißt sie glaube ich, ne? Also den Düsenjäger. Kurfürst meine ich, also die K4, Dora 8 wahrscheinlich von der Focke Wulf. Eine Lightning gibt es auch, also richtig geile Flugmuster. Also alles in allem ziemlich cool, wird wieder einen Haufen Geld kosten, was ich irgendwie immer ein bisschen finde. Und aber auf der anderen Seite gibt es halt hier eine KI, die irgendwie nicht so geil ist und so Kampagnen, die nicht so richtig funktionieren. Und daher denke ich mir so, ja, wäre geil, warum ist doch gar nicht, wir fliegen mal hier ein Jojo. Ich finde, man könnte halt auch mal ein bisschen Energien hier in die Fertigentwicklung von Battle of Stalingrad, ne, und Battle of Moskau. Vielleicht mal ein bisschen aufpassen hier. Was haben wir denn da? Ja. Gut, dass es mal ein bisschen abkühlt. Gucken wir mal im Chat.
Wollte schon sagen, ein Stream ohne Whisky, ja, geht eigentlich gar nicht. Ja, es geht schon, aber es ist irgendwie geil halt, irgendwie entspannt dazu, irgendwie einen schönen Single Malt zu schlürfen. Obwohl ich jetzt auch Bourbon entdeckt habe. Ich war jetzt letztens in der Bar und die hatten keinen Single Malt und ich bin ja eigentlich ein Bourbon-Verweigerer, weil ich nur so Jim Beam und Jack Daniels und diesen ganzen Shit irgendwie kannte. Aber es gibt tatsächlich auch ganz geile Bourbons. Obwohl ich mich bei Bourbon kenne ich mich halt irgendwie aus. Ne? Kommen wir denn da nicht ran? Keine Güte, ey. So, ich guck mal eben auf die Karte. Oh, haben wir noch ein bisschen Flugzeit. Kommen da nicht ran, ne? Sind die irgendwie anders beladen als wir, oder? Kanonen im Flügel. Ja, vor allen Dingen, wenn die jetzt noch die Zusatzkanonen hat, die Focke Wulf, ne, die hat eine unheimliche Feuerkraft. Wirklich phänomenal. Komm nicht ran. Nehmen wir nochmal ein Low Jojo mit ein bisschen Schub. Die Maschine jetzt halt nicht so quälen. Weil gleich Luftkampf haben wir irgendwie. Der Motor halt schon so. Auf 7. Haben wir 86. Habt ihr schon das Video mit den Berufen bei The Old Republic? Ah ja, sehr schön. Ja, ist doch witzig. Dann lass uns eine Gilde gründen hier bei The Old Republic. Wie gesagt, ich werde es nicht. Ich hab einfach keine Zeit, das irgendwie so zu zocken, wie man eigentlich ein MMO zockt. Aber immer mal wieder mal so irgendwie so Flashpoints laufen oder so ist kein Ding. Und es ist ja auch Level egal. Also man kann ja auch klein und groß zusammen dann irgendwie laufen. Ja, es sind noch so 1-2 bei uns auf dem Discord, ne? Die Star Wars The Old Republic zocken. Komm nicht ran. Mach mal den Autopiloten an. Guck mal, ob der rankommt. Der lässt sich eher noch weiter abhängen, oder? Ach krass, wir haben hier noch eine andere Rotte auf unserer linken Seite. Da habe ich noch gar nicht gesehen. Die ist auch Focke-Wulf. Das sieht nach Messerschmitt aus. Ja, das sind 109er. Sehr schön. Ja, das ist jetzt. Danke, Autopilot. Hab die verloren. Das ist der nächste Wegpunkt. Ja. Eine Artilleriestellung oder was oder eine Panzerabwehrstellung. Also der ja nach Pack aus, ne? Ja, ich vermute mal dann hier in dem Raum muss dann ja irgendwie das Gefecht sein, ne? Kollegen dazu und bekommen wir da schon hin. Ja, sehr schön. Ja, wir müssen jetzt ja auch nicht die Mega-Gilde aufbauen, die jetzt hier so voll was reißt, sondern so just for fun. Habt so mal ein paar Leute, die man schon kennt und so mit denen man entspannt zusammen zocken kann. Ist doch cool. Ja, noch die ganze Zeit da ohne Gilde rum, ne? Ich hatte irgendwie keinen Bock, mehr eine zu suchen. Ich hoffe ja auch mal, wenn WoW halt der Classic-Server live geht, dass ein paar von unserem Discord bzw. aus unserer Community da auch zocken. Ich hätte da voll Bock auf so Day One gleich eine Classic-Gilde neben zu rufen. So.
Geben wir Bodentruppen Deckung. Ja, geil, das habe ich gerade ganz verloren. Die auch nicht mehr Brüderische. Schuppel will zurücknehmen. Ja, toll. Ja, vielleicht haben die irgendwie keine Kanonen oder die haben weniger Sprit dabei oder so. Die waren auf jeden Fall schneller als ich. Ansonsten, wir haben ja alles eingefahren hier. Ah. Okay, jetzt müssen wir mal nach Feindfliegern gucken. Wir sind noch auf Kurs Ost. Ob wir schon irgendwo irgendwelche Tracer sehen. Ich werde mal ein bisschen Höhe machen hier. Nur weil unsere Kameraden hier 109er hin. Wenn unsere Kameraden so tief fliegen, müssen wir das ja nicht auch machen. Was ist hier? Das sieht hier aus. Hier ein Gefecht, ja. Da sind auch Tracer. Das sind Russen. Oder? Das ist Bodenfeuer. Oh, wo sind jetzt meine Leute? Unangenehmes Gefühl irgendwie. Auf Feindgebiet alleine rumzufliegen. Aber das sind ja, das müssen ja da zieht doch irgendwas so ein Leier. Das ist, ach nee, krass. Ah, das ist ein Nebelwerfer oder was? Also Stalin-Orgeln. Nein? Was? Hab nie gesehen hier im Game. So. Auch fahren da gezogen werden. Ist doch cool. Okay, ein bisschen hier aber den Himmel auch im Blick haben. Ackfeuer kriegen wir auf jeden Fall schon mal nicht rein. Da unten ist was. Das ist ein Russe. Noch einer. Ah, das sind die Ljushin. Die verlieren. Dann haben wir sie verloren. War mal oben besser. Die Sturmos, die können einem auch ganz schön auf den Sack gehen, ne? Da fliegen Bomben. Ja. Pauke, pauke. Ist der Befehl zum Angriff. So. Mal gucken. Nehmen wir doch den hintersten. Schützen. War noch ein bisschen weit weg gewesen. Da ist ganz schön was los, ey, mein lieber Mann. Das meine ich, ne? Kriegen die Ingame-Kampagnen halt nicht so hin. Da ist ganz schön was los, ey, mein lieber Mann. Gucken wir uns mal in eine gute Position für zu mir. Jagdmaschine.
Ich habe ihn verloren. Ist ganz schön was los, ey. Lieber Mann. Ja, ist das ein Deutscher? Ich glaube, ich ein Deutscher. Ah, das ist ein Hund. Ah, das ist ein Deutscher, fuck. Das ist eine geile Kampagne, kann man nicht anders sagen. Also so eine Situation. Oh, da raucht was. Ey, das sind wieder krass, das sind wieder diese der Stalin-Orgel. Große. Nee, doch nicht. Das sind Sturmos. Da schnappen wir uns mal die hintere. Die können wir vielleicht hier von der Seite jetzt gut anfliegen. Das ist ganz gut, die von der Seite anzugreifen, weil von hinten sind die gar nicht so einfach zu knacken, die Dinger, weil die da echt gut, ganz gut gepanzert sind. Weit weg. Alter, was ist denn jetzt? Hast du das gesehen? Nicht dein Ernst. Weg. Hilfe rufen? Nee. Das war früher beim alten DL2 wesentlich besser. Ne? Da konnte man sagen, auch hier so, hier, hört man mal die 6 frei und so. Er ist weit weg. Aufpassen, dass er nicht zu nahe kommt. Wir haben zu viele Verluste. Rückkehr zur Basis. Krass. Der abgelassen? Besser.
Leute, ich gucke mir den Chat gleich mal an, wenn es ein bisschen ruhiger ist. Ich habe gerade mal gelunzt, aber... aber warte mal, deine Frage, glaube ich, die kann ich eben, kann man auch an anderen Orten Ostfront spielen? Ja, du kannst, also es gibt Battle of Stalingrad, das ist quasi der erste Teil des Spiels. Und die folgenden Teile, also Battle of Moskau, Battle of Kuban, das sind schon Standalones, aber die sind quasi, auch wenn du die anderen Titel hast, werden die miteinander kombiniert. Ne? Also Kuban ist der Kaukasus und Moskau, naja, ist halt die Schlacht um Moskau. Blind geschossen. Wir haben immer noch diesen Idioten da hinten dran wahrscheinlich, ne? Ja, ja. Oh, jetzt. Ob ich den mal ausrollen kann hier. Verloren, ne? Wieder los. Los, warte mal, da einer von uns angegriffen. Oh! Nicht los. Ach, stimmt, wieder los. Da ist er. Alter, das ist nicht im Ernst hier. Der letzte Deutsche hier, wa? Ah, das geht nicht gut aus, Männer. Der ist down. Und der überschießt. Der überschießt. Noch einer. Disposition. Mit. Wo denn hin? Ich guck so aus. Ja, die Focke Wolf, die fliegt sich dann halt auch noch relativ gut, ne? Jetzt noch eine hinter uns oder nicht? Ja, dann würde ich sagen, ab nach Hause, ne?
dass wir den noch ein bisschen gut getrimmt kriegen hier. Fächer ballert mich jetzt halt einer weg. Naja, der ist immer noch hinter mir. Das ist halt so blöd, ne, bei dem Spiel. Das versaut einem halt so den ganzen Spaß am Singleplayer-Game. Weil, also jetzt in echt hast du natürlich noch drei Kameraden hier, die mit dir in einer Rotte fliegen. Und sobald du halt einen hinter dir hast, dann punkst du das natürlich durch. Und dann wird sich so natürlich einer in Bewegung setzen und dir irgendwie helfen. Ja, aber immerhin haben wir die auf zwei dezimiert. Mal, ob wir irgendwie vielleicht über deutsches Gebiet wenigstens kommen. Ja, sind wir schon, sehr schön. Er fliegt sich auch wunderbar mittlerweile hier mit so einem halben Flügel. Doch mal, die haben Flakstellungen hier oder so, dass die vielleicht die Flak, die vielleicht mal unter Feuer nimmt. Ja, aber nicht mal eine Sturmo abgeschossen, ey. Ja, ich bin auch nicht gut angeflogen an die einfach. Ja, wir fliegen nach Hause. Und jetzt kommt die da auch nicht mehr ran. Der Patrolkund ist erstmal hier. Bin wieder raus. Ah, wieder Joe. Der Grill ruft. Der Sack grillt ja schon. Aber grillen hätte ich jetzt auch mal Lust, wa? Ja, das ist, glaube ich, auf jeden Fall ein Projekt für die nächste Woche. Naja, das sind halt die Schwächen dieses Spiels, ne? Abgesehen jetzt von meinen fliegerischen Schwächen, dass die jetzt auch an mir dranbleiben bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag, ne? Das ist natürlich Quatsch. Du merkst als Pilot, dass du den nicht einholst, dann zieht der dich über Feindgebiet. Da bleibt man halt nicht dran im Get-No, ne? Ja, und das meine ich halt, ne? Ich find's irgendwie cool, dass die jetzt da diese beiden neuen Titel entwickeln. Aber die könnten ruhig noch ein bisschen Arbeit hier in die bestehende Version hier von Battle of Stalingrad stecken. Moin Mike, was meinst du? Was für eine Episode 9? Hab ich das verpasst? Ach, indem er, ja, guck, ne? Also das ist halt Unfug. Das ist einfach schlecht programmiert. Also, die haben einfach nur programmiert, dass die sich halt hinter dich hängen, ne? Und dann bleiben die halt bis. Ja. Genauso, wenn die defensiv fliegen, die KI, dann drehen die sich einfach im Kreis, ne? Also die fliegen jetzt nicht irgendwelche... okay, Star Wars. Echt? Kommt Star Wars Episode 9 jetzt, oder? Ich glaube, mit Episode 8 bin ich auch raus jetzt bei Star Wars. Ich war da im Kino und... Boah, Alter, ey. Muss los, ne? Also das ist echt... Das ist eine Katastrophe. Episode 8. Also es ist ein, ja, man kann über den einen oder anderen Star Wars Film diskutieren, ob es ein guter oder ein schlechter Star Wars Film ist. Episode 8 ist einfach kein Star Wars Film für mich. Also wirklich nicht. Der komische Regisseur bricht da ja mit allem, was Star Wars schon immer ausgemacht hat. Ne? Ja. Aber kommt da jetzt echt Episode 9 bald, oder? Ja, unsere Manöverkritik, ne? Ich hätte natürlich an meinen Leuten irgendwie dranbleiben sollen.
Und als dann stand zurück zur Basis, hätte ich vielleicht auch einfach zurück zur Basis fliegen sollen. Aber es ist halt ein Problem, wenn deine Rotte dich nicht deckt, ne? Na gut, dasselbe wird meine Rotte von mir auch sagen. Wo warst du? Ich weiß nicht. Feindlich. Ja, bin mal gespannt jetzt, ob wir dann die Mission hier nochmal fliegen müssen. Find's eigentlich immer geil, so ein Missionsdesign, wenn das auch irgendwie, ja, auch gescheiterte Missionen Optionen sind, ne? Dass man nicht immer alles schaffen muss. Ich finde es ein ganz schlechter Stil bei Computerspielen, wo man einfach immer alles schaffen muss und dann irgendwie was lädt. Es ist viel geiler eigentlich, dass wenn man auch mal versagt, dass das dann aber vielleicht entsprechende Konsequenzen für die nächste Mission hat, ne? Dass man es dann ein bisschen schwerer hat oder so. Das finde ich dann irgendwie ein bisschen eleganter und auch immersiver, ne? Star Wars Celebration in Chicago, natürlich das Panel mit, müssen wir auf meiner Fluglage gucken. Also neuen Samstag, Mandalorian. Ah. Aber in Chicago 12? Was ist Chicago 12? Oder heißt diese Veranstaltung Celebration in Chicago 12? Guck ich mal, sind die Leute noch hinter mir? Okay. Ja, anscheinend weg. Auf, die tauchen dann gleich wieder auf. Ja, krass, dass ich da noch lebend rausgekommen bin, ey. Naja, wenn ich jetzt eine 109 gehabt hätte, ne, dann wäre ich einfach so schön in den Steigflug gegangen und wäre den ein bisschen weggestiegen. Ja gut, ich hätte mit der Focke Wolf, ne, auch im Levelflug irgendwie Entfernung aufbauen können, aber ich wollte mich dann auch nicht so weit vom Gefechtsfeld entfernen. Aber es wäre vielleicht die bessere Variante gewesen. 12. Ah, okay, sorry, ich meine abgetan, okay. Ja, cool. Ja, bin mal gespannt, ey. Aber, also, ich habe als Disney Star Wars übernommen hat, war ich keiner von denen, die gesagt haben, oje, oje, ich dachte eigentlich immer so neue Besen kehren gut und Disney kann ja schon durchaus auch gute Filme machen. Aber, ja, ich habe da aber auf Discord ja mal so ein Video gepostet von so einem Typen, der so Episode 8 analysiert hatte und diese ganze Slapstick-Einlagen, ey, deine Mutterwitz, weißt du, wow, wir platzen, echt. Geht nicht, sorry. Man kann keinen deine Mutterwitz in einem Star Wars-Film machen, geht nicht. Da wäre ja ein Chuck Norris-Witz fast noch geiler. Geht auch nicht, ne, also. Ja, und diese Slapstick-Einlagen und dann diese Kameraeinstellung, wo man dann denkt, da landet ein Raumschiff, das ist dann aber ein Bügeleisen. Ey, come on, halt. Da sind wir in Spaceballs oder sind wir in Star Wars? Also Star Wars hatte ja schon auch immer eine humorige Seite, aber man sollte selber als Regisseur sich einfach auch mal mit Star Wars beschäftigt haben in seinem Leben, vielleicht auch mal einen Star Wars-Film gesehen haben, vor allen Dingen Episode 7 sich auch mal angeschaut haben. Das hat er ja nicht gemacht, ne? Also hat er ja auch kein Geheimnis draus gemacht. Und dann wird es natürlich nichts. Hey, vielen Dank fürs Folgen, danke. Ja, ist schade, also keine Ahnung, die sich da auch nochmal fangen. Auch schon Episode 7, ich sag mal so, technisch ist das ein geiler Film, ne? Also viel besser als Episode 1 bis 3. Episode 1 bis 3 sieht immer ein bisschen aus wie ein Computerspiel so. Da haben sie es ein bisschen übertrieben mit den Computereffekten und die Technik war irgendwie noch nicht so weit. Das ist so ultra Axel Voss, genau. ja, die Technik war irgendwie noch nicht so weit, dass man das einfach nur mit Computeranimation macht. Man sah das irgendwie immer, ne? So am Anfang jetzt von Episode 3, dieser epische Raumkampf, da wirklich ganz am Anfang vor Coruscant, das sieht aus wie von einem Computerspiel. Und da gefällt mir dann fast in der Episode 5 bis 4 bis 6 wie besser, so von den Raumkämpfen und den Special Effects. Ja.
Irgendwie hätte man, glaube ich, Modelle mit Computer aufgewertet, wäre, glaube ich, eine ganz gute Variante gewesen. Naja, und bei Episode 7 sieht das dann schon richtig geil aus, weil die Technik irgendwie und auch so ein bisschen dark, der Trailer von Episode 7 war ja ein Knaller halt, ja. Aber die Charaktere halt ultra flach, ne. Es ist halt Hinz und Kunz, die dann da das Böse besiegen. Ey, dieser Typ, nachdem der die Maske abnimmt hat, ja, so voll der Napp, voll das Muttersöhnchen, ey. Ey, und die einzige Hoffnung ist halt dieser Evil Knievel da, dieser Superböse, der dann in Episode 8 so völlig unspektakulär stirbt. What the fuck halt, ja, also keine Ahnung, also bin da raus. Was ich mir gerade angucke bei Star Wars und was ich richtig geil finde, ist Clone Wars, diese Zeichentrickserie. Wenn man sich da mal an diesen Comic-Stil gewöhnt hat, und ich glaube, so ab Staffel 3 oder 4 wird das auch richtig, so dark, kann man fast sagen. Ja, also es verliert so ein bisschen diesen infantilen Touch. Und Storytelling-mäßig ist es das Beste, was Star Wars zu bieten hat, finde ich. Sind immer noch hinter mir. Kotz ab. Es ist nicht euer Ernst. Was haben wir denn jetzt hier? Kann halt jetzt auch nicht zwei Russen hier ausmanövrieren. Die muss doch auch mal der Sprit aus. Aua. Muss doch auch mal der Sprit ausgehen, oder? Da können wir mal bitte Flakfeuer jetzt haben hier. Gehen wir die halt hier über den Flugplatz. Jawohl. Man muss sich nur zu helfen wissen. Ja, aber sorry, das ist halt einfach eine dumme KI, ne? Geht nicht. Nehmen wir uns hier einen einzufangen. Bitte nochmal über den Platz. Ist nochmal richtig schön tief hier. Linken Seite. So. Besser. Granaten. Ja, ist doch Panne, oder? Entschuldigt bitte. Das ist doch Quatsch. Das macht doch niemand. Schieß bloß nicht auf mich, du. Der nach hinten losgeht, meine Hammerstrategie. Komm, jetzt holt den runter, ey. Ja, es ist schade. Im Multiplayer ist dieses Spiel total imbar. Das Problem ist halt, da sind halt die meisten, die halt auf den Multiplayer-Servern fliegen, die sind halt super gut, weil die das schon seit 15 Jahren irgendwie spielen. Und das ist für Anfänger sehr frustrierend, ne? Also ich habe da irgendwie 200 Stunden Playtime gebraucht für meinen ersten Abschuss oder so, ne? Also das ist halt echt ätzend. Aber es macht unheimlich viel Spaß. Wer von euch Lust hat, da auch als Einsteiger gerne, da mit uns zu fliegen, kommt einfach mal auf meinem Discord. Link findet ihr auf YouTube im Kanalbanner, aber auch bei Twitch, glaube ich. Und wir sind so eine Handvoll Leute, die so ganz sporadisch da immer mal fliegen. Und unser eigener Skill, das seht ihr ja an mir, ist eher so mittelmäßig. Also könnt ihr auch gerne als Anfänger mit einsteigen, das ist überhaupt kein Problem. So, jetzt holt ihn mal runter, ich habe keinen Bock, das noch eben zu machen. Machen wir halt eine Bruchlandung, das geht ja auch. Treffen den nicht, ne? Aber es ist doch irgendwie schwachsinnig. Oh, was sieht? Und dein Flugzeug ist kaputt. Kurz vorm Stallen, ne? Klapp mal raus, ne? Gucken wir mal, ob wir das Ding gelandet kriegen. Während der da hinter uns ist.
Ja, also wir fliegen auch nicht nur IL-2, wir fliegen auch immer ein bisschen DCS und so, da dann halt mit Jets, ne? Obwohl ich auch die P51 als Modul habe. Die KI bei DCS ist halt wesentlich besser. Die ist allerdings mir ein bisschen zu stark. Ihr seht ja, ich kriege ja hier die Kameraden kaum abgeschüttelt. Und bei DCS ist ja unbedingt einfacher für. Aber ja, die verhält sich einfach wesentlich realistischer und das macht. Weg raus. Junior, hast du einen Acker? Oh, im Abschuss. Ah, ich habe einen Abschuss. Lol. Was für eine Jagdmaschine runter. Okay, erfolgreich gelandet. Ja? Nennt mich Ass. Ja, ihr Lieben, das soll es jetzt erstmal mit Stummowicke gewesen sein. Ich mache mal eine halbe Stunde eine Pause, werde mir mal ein Brot zwischen die Kiemen schieben und dann komme ich zurück mit einem Grazi, Dankeschön. Dann komme ich zurück mit einem etwas trashigen, nerdigen Spiel und da werden wir dann unsere eigenen Computerspiele vielleicht noch ein Stündchen oder so entwickeln. Also das ja, ist ein bisschen als Gag zu sehen, aber ich glaube, es ist ein ganz witziges Game. Würde mich freuen, wenn ihr dann wieder einschaltet. Vielen Dank an alle Zuschauer. Hat mich sehr gefreut, dass ihr hier so zahlreich dabei wart und vor allen Dingen natürlich vielen Dank und herzlich willkommen an die neuen Abonnenten. Ihr dürft dich jetzt B-Seiten-Gamer nennen und seid wirklich einer fantastischen Community gejoint und vielleicht der ein oder andere macht das auch noch, der das noch nicht gemacht hat. Am 15. geht es auf B-Seiten Gaming weiter. Da starten wir durch mit War in the East in Form eines Let's Plays 2.0. Das ist ja ein furztrockenes Strategiespiel, was ich aber ein bisschen mit historischen Facts. Ich lese ein bisschen aus dem Kriegstagebuch der Wehrmacht. Ich werde den aktuellen Wehrmachtsbericht von damals vorlesen. Gucken, vielleicht machen wir auch ein paar Wochenschaubilder rein. Das weiß ich noch nicht, wegen Artikel 13 und so und Copyright, bla bla bla. Ja, dann werden wir uns Original-Lagekarten von der Operation Blau, also es ist das gleiche militärische Setting, historische Setting. Hier jetzt, das wird ganz spannend. Und dann, das ist ja, glaube ich, Montag, der 15. Und dann geht es auch weiter mit Pathfinder. Dann wird auch Battlefleet Gothic wiederkommen. Und am 30., ganz, ganz wichtig, geht es ja los mit U-Boot. Das werde ich richtig, also da werde ich richtig drauf durchdrehen hier auf dem Kanal. Das werden wir ganz, ganz intensiv zocken. Das wird der U-Boot-Simulator, auf den ich mein ganzes Leben lang immer gewartet habe. Und da werde ich mir auch ein bisschen was einfallen lassen und so. Mal gucken, vielleicht so kleine Cutscenes oder Audioschnipsel von das Boot oder so, dass wir da ein bisschen richtig Roleplay-mäßig ein bisschen U-Boot-Atmosphäre und die Schlacht auf dem Atlantik hier zu uns ins Wohnzimmer holen. Ich komme mir schon vor wie so ein Fernsehmoderator. Okay, ihr Lieben, ich hoffe, ihr seid in einer halben Stunde gleich wieder mit dabei. Dann bin ich jetzt erstmal weg. Ich wünsche euch ansonsten noch einen sonnigen Tag und ja, vielleicht bis später. Ciao, ciao.